Hallo liebe Trainer, ihr wisst ja, dass vom DFB momentan wirklich das 1 gegen 1, also der Spieler gesucht wird, der mehr Technik hat und der im 1 gegen 1 wirklich erfolgreich sein kann, gesucht wird. Die Folge des Ganzen ist natürlich, dass alle Amateurtrainer sich das zu Herzen nehmen und auch eben vermehrt 1 gegen 1 Situationen trainieren. Uns ist wichtig, dass nicht nur das Training des 1 gegen 1 dazu führen wird, dass wir bessere Fußballer haben, sondern wirklich der Inhalt und dass wir das richtig coachen. Wir haben uns mal die Mühe gemacht und haben einfach mal hier zusammen geschrieben, was denn die Vorteile, was die Nachteile des Angreifers sind und welches optimale Verhalten dann daraus resultieren sollte. Das heißt, wenn wir uns mal anschauen, wir müssen das frontale 1 gegen 1, sehen wir hier an dieser Situation hier, das ist diese klassische 1 gegen 1 Situation, die wir mal erreichen im Flügel. Wir haben ein langes 1 gegen 1 und ein kurzes 1 gegen 1. Die unterscheiden sich nicht großartig, aber doch in einem entscheidenden Punkt. Wir wollen jetzt mal hier auf die Vorteile des Angreifers angehen. Also meine Vorteile sind, ich renne mit Gesicht zum Tor, der Verteidiger steht seitlich oder mit Gesicht zu mir. Das heißt, er muss sich erstmal umdrehen, wenn ich loslaufe. Das ist ein großer Vorteil für mich. Der zweite Aspekt ist, dass ich schon weiß, ziehe ich nach innen oder gehe ich nach außen. Der Verteidiger weiß das nicht. Das heißt, ich habe einen klaren Reaktionsvorteil. Ich agiere, der Verteidiger reagiert. Der nächste ist natürlich, wann ziehe ich los? Also auch der Zeitpunkt, wann ich losgehe, spricht ganz klar für mich als Angreifer. Der einzige Nachteil, den ich als Angreifer habe, ist, dass ich den Ball mitnehmen muss und der Verteidiger nicht. So, das heißt, eigentlich sprechen viele Sachen dafür, dass ich den offensiven Zweikampf gewinne. Entscheidend ist aber das optimale Verhalten. Nur dann, wenn ich all diese Vorteile maximiere, dann habe ich natürlich eine hohe Wahrscheinlichkeit, das 1 gegen 1 auch zu gewinnen. Das heißt, daraus resultiert ein optimales Verhalten. Wir haben jetzt hier mal die einzelnen Aspekte zusammengeschrieben, auf die wir achten müssen. Das Entscheidende ist, bei einem langen 1 gegen 1 habe ich die Möglichkeit, viel Tempo aufzunehmen. Das heißt, ich sollte den Ball mit meinem starken Fuß führen, nicht mit meinem schwachen Fuß, weil ich dann rhythmisch Probleme bekomme und es natürlich auch mit meinem schwachen Fuß nicht so gut kann wie mit meinem starken Fuß. Das heißt, anführen den Ball mit einem Schiebekontakt am besten, den findet ihr bei uns im Portal, wie der geht, weil ich mit einem Kontakt den Ball auf ein hohes Tempo bringe. Dann muss ich schauen, dass ich im Vollspeed auf den Gegner zulaufe. Vorher, in dem Moment, wo ich anlaufe und das 1 gegen 1 erkenne, sollte ich klar wissen, will ich links vorbei, will ich rechts vorbei, ja, und ich sollte natürlich auch wissen, mit welcher Finte ich das tue. Warum brauche ich für das 1 gegen 1 überhaupt eine Finte? Ja, viele Leute sagen ja, der Timo Werner oder der Leroy Sané, die sind so schnell, die brauchen gar keine Finte. Und das ist natürlich totaler Käse, denn die Finte führt dazu, wenn wir uns den Verteidiger mal vorstellen, wenn er auf mich zuläuft, der geht tief und steht seitlich. Warum geht er tief? Um den Schwerpunkt näher an den Boden zu bringen, um schneller loslaufen zu können. Durch eine Finte täusche ich den Schwerpunkt des Gegners zur Seite weg. Das heißt, ohne Finte, wenn ich auf ihn zulaufe, geht der Verteidiger tief und wartet nur auf den Zeitpunkt, dass ich loslaufe. Und dann rennt er mit. Das heißt, der Schwerpunkt wird nicht auf der falschen Seite sein und damit kann er mir schnell folgen. Wenn ich ihn aber mit einer Finte leicht wegtäusche, wandert der Schwerpunkt sozusagen aus der Mitte weg und ich werde einen noch höheren Vorsprung rausholen. Deswegen sind Finten im frontalen 1 gegen 1 unendlich wichtig, werden aber oft weggelassen, weil Spieler sehr schnell sind. Gerade im Jugendfußball fördern wir die schnellen Spieler einfach dazu, sie den Ball vorbeizulegen und nachzulaufen, weil sie da natürlich auch Erfolgserlebnisse haben. Aber sie werden dann auf hohem Level eben die technischen Fertigkeiten dafür eben nicht besitzen und damit nicht den optimalen Vorsprung rauszuholen. Wenn man das mal auf den Timo Werner runterbricht, der wirklich anläuft und dann im Tempo losläuft, einfach losläuft ohne Finte, dann kann man natürlich argumentieren, ja, er kommt ja vorbei, um die Flanke zu hauen. Aber ich behaupte, wenn er eben einen springenden Übersteiger beherrschen würde, dann würde er so vorbeikommen an einem Gegner, dass er sogar nach innen ziehen kann, aufs Tor. Und dann hätten wir eine noch höhere Torchance. Das, was mir besonders wichtig ist, dass wir, um den Reaktionsvorteil optimal zu nutzen, muss der Spieler seine Aktion voll durchziehen. Das heißt, wir können nicht hinlaufen und zögern und abwarten und nachdenken, was wir tun, sondern wir wissen vorher, was wir tun und wir ziehen es gnadenlos durch, ohne auf den Verteidiger zu reagieren. Der interessiert uns eigentlich nur im Sinne des Abstandes. Und da versuche ich in die gefährliche Zone zu dribbeln, da kommen wir auch gleich nochmal drauf. Und dann ziehe ich meine Sache gnadenlos durch und sprinte los. Gefährliche Zone beachten haben wir auch hier. Ich habe das mal hier drüben mal angezeichnet. Ich erkläre meinen Jungs immer, das ist vor dem Gegenspieler, wenn ich auf ihn zulaufe, gibt es eine gefährliche Zone. Wenn ich zu nah hinlaufe, dann besteht die Gefahr, dass der Verteidiger den Schritt nach vorne macht und es einen Pressball gibt und ich zum Beispiel hinfalle. Das ist zum Beispiel hier ein klassischer Fehler vom Leroy Sané. Wir sprechen da über die besten Fußballer, die es überhaupt gibt. Er ist unglaublich schnell, unglaublich mutig, deswegen ist er auch gut im 1 gegen 1. Aber was er immer falsch macht, er dribbelt zu nah in die gefährliche Zone rein, er zögert und damit übernimmt der Verteidiger sozusagen den Aktionsvorteil, macht den Schritt nach vorne und er bleibt fast in jedem Spiel 3-4 Mal hängen, weil er dem Verteidiger die Möglichkeit gibt, zu agieren.
Und er müsste das eben selber in die Hand nehmen. Gefährliche Zone eben, wenn ich da reinlaufe, ist die Gefahr, dass der Verteidiger einen Schritt nach vorne macht und ich sozusagen aufs Gesicht falle. Deswegen sollte der Spieler im Tempo andribbeln und sollte gerade hier an der Grenze, sollte er seine Finte durchziehen und im Vollspeed am Gegner vorbeiziehen. Wichtig ist, wenn ich sehr schnell bin, ist die gefährliche Zone größer. Das heißt, wenn ich schneller bin als mein Verteidiger, kann ich sogar mit dem Trick etwas früher anfangen, um sozusagen die Gefahr, dass ich stolpere oder dass ich geblockt werde, eben zu vermeiden. Und dadurch, dass ich schnell bin, hole ich eh sehr viel Vorteil raus. Optimal wären eben so ein Meter, eineinhalb Meter, aber so, dass der Aktionsvorteil immer bei mir bleibt. Dann haben wir hier immer zentral andribbeln. Ganz viele Spieler machen den Fehler, dass sie eben nicht zentral andribbeln, das heißt in die Verlängerung praktisch zur Tormitte, sondern dass sie hier schräg angreifen. Und damit hat der Verteidiger natürlich klassisch Linksfuß, zieht dann eben mehr nach außen, hat der Verteidiger natürlich die Möglichkeit, mich nach außen zu drängen. Wenn ich ihn aber zentral angreife, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich links und rechts gehe, gleich hoch. Ja? Also wenn man mal schaut, ich dribble ihn jetzt hier an, wenn ich jetzt hier nach rechts rüber gehen würde, verliere ich unheimlich an Tempo und Zug zum Tor. Daher sollte ich den Verteidiger immer zentral angreifen. Tendenziell, wenn ich links vorbeigehe, eher an seinem rechten Fuß, also eher an der Seite, an der ich vorbei will, weil ich hier geradeaus weiterlaufe. Greife ich in einem falschen Fuß an, verliere ich wieder Tempo. Genau. Immer zentral. Das letzte Wichtige, was mir ist, dass natürlich zum 1 gegen 1 auch die Aktion davor gehört. Ja? Meistens ist es so, dass der Ball hier drüben ist und es kommt ein langer Flugball hier rüber. Und entscheidend ist, dass wir jetzt hier noch den Abstand zum Außenverteidiger haben. Jetzt kommt der lange Ball. Und wenn ich jetzt den Ball technisch nicht in der Lage bin, sofort auf Linie zu bringen, sondern ich lenke den Ball erstmal hier rein, dann schaut mein Kopf natürlich nach innen. Und das ist natürlich für den Verteidiger sofort ein Signal rauszukommen, um mir nicht die Chance zu geben, Tempo aufzunehmen. Ja, weil wenn ich seitlich zum Tor stehe, kann ich nicht zu schnell nach vorne laufen. Das heißt, zum 1 gegen 1 gehört auch die Vorbereitung dazu, dass ich den Ball annehme, den Ball frontal Dropkick auf die Linie bringe, dann kommt ein Schiebekontakt und dann bin ich im vollen 1 gegen 1. Und das muss natürlich wahnsinnig schnell gehen, wenn der Spieler hier technisch nicht in der Lage ist, den Ball sofort auf Linie zu bringen und es auch nicht ausreichend übt, dann haben wir auch das 1 gegen 1 gar nicht. Wenn er lange mit der Ballannahme braucht, haben wir eben ein kurzes frontales 1 gegen 1. Da kommen wir dann zu dem Schluss des optimalen Verhaltens. Ihr könnt hier das nochmal anschauen. Wir posten das dann auch nochmal, dass es jeder sich nochmal anschauen kann. Um das jetzt auf absolutem Top-Niveau klar zu machen, also was der Leroy Sané macht, ist, er dribbelt immer an und er fängt an und zögert und geht zu nah an den Gegner ran. Das heißt, er nimmt nicht maximales Tempo schon vorher auf. Er müsste schneller anlaufen, er müsste vorher wissen, wo er hingeht und er müsste seine Sache durchziehen, unabhängig vom Verteidiger. Und er achtet sehr, sehr viel auf den Verteidiger und versucht dann genau diesen Moment als Vorteil zu nehmen, wenn der Verteidiger den Fuß nach vorne tut. Resultat ist, dass er von 10-mal andribbeln 6-7-mal hängen bleibt mit einem Pressball, weil er dem Verteidiger die Möglichkeit gibt, den Schritt nach vorne zu tun. Beim Timo Werner ist es so, auch unheimlich schnell, dass er einfach keine Finte macht. Ja, er bräuchte einen Übersteiger oder einen Matthews oder einen Flickflack oder Übersteiger-Finte. Alle Tricks, die wir auf dem Portal haben, um den Gegner vorerst mal zu täuschen, um es dann durchzuziehen. Genau. Wenn wir den Unterschied noch mal kurz darstellen wollen zum kurzen 1 gegen 1, dann ist klar, da bleiben dieselben Vorteile, bis auf einen, den ich habe, ich kann kein Tempo aufnehmen. Und hier geht es jetzt dann natürlich schon um diesen Überraschungsmoment, wann lege ich los? Aber auch hier muss ich darauf achten, dass der Aktionsvorteil oder die Aktion bei mir bleibt und nicht, dass ich auf die Aktion des Gegners warte. In dem Moment, wo der Verteidiger reagieren kann, habe ich immer den Nachteil, dass ich später dran bin. Genau, das wollten wir euch kurz zum 1 gegen 1 mitgeben. Immer daran denken, wenn Profis irgendetwas machen, dann heißt es nicht, dass das das Optimum ist. Und wenn wir etwas verbessern wollen, dann müssen wir das Optimum immer anstreben. Deshalb die Kritik an Timo Werner und Leroy Sané bitte nicht zu ernst nehmen. Wir wollten damit eigentlich nur zeigen, dass selbst diese Spieler auf dem absolut höchsten Niveau sich nicht optimal immer verhalten.